Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr dabei seid. Gibt es eigentlich bezahlbare Elektroautos zu kaufen? Also ich meine so wirklich bezahlbar, nicht nur für Besserverdiener oder Gewerbetreibende oder eben als Firmenwagen. Also ich meine damit auch Neuwagen mit aktueller Technik und nicht irgendwelche alten Gurken. Es hieß ja immer, Elektroautos sind so viel teurer als normale Autos. Und das war auch ein Grund, warum man sich dann eventuell keins gekauft hat. Und ja, das stimmt, das war auch so in den ersten Jahren der Elektromobilität. Aber inzwischen haben wir ja sowas wie die Elektroautoförderung und die bringt bis zu 9.000 Euro Förderprämie und damit werden natürlich die Preise für einen Neuwagen ordentlich nach unten gedrückt. Und wenn man heute mal ein Auto mit gleicher Ausstattung einmal als Verbrenner und einmal als Elektroauto konfiguriert, dann kosten die meistens das Gleiche oder der Unterschied ist irgendwie nur bei ein paar hundert Euro. Jetzt ist aber so, dass die meisten Hersteller im Moment die Elektroautos hauptsächlich als SUVs rausbringen, weil sie glauben, die verkaufen sich besser und entsprechend teuer sind halt diese Autos. Und solche Autos, die kann man sich in der Regel ja schon als Diesel kaum leisten, als Elektroauto dann eben erst recht nicht. Aber trotzdem, es gibt auch jetzt schon ganz viele Elektroautos, die unter dem Durchschnittspreis für einen Neuwagen in Deutschland liegen. Und wenn die Kosten unter dem Durchschnitt liegen, dann sind solche Autos eben auch für den durchschnittlichen Autokäufer interessant und bezahlbar. Und um euch mal einen Überblick zu geben, was ihr euch im Jahr 2021 vielleicht leisten könntet, da habe ich mal eine Top 10 der günstigsten Elektroautos im Bereich so um die 30.000 Euro und darunter für den Neupreis zusammengestellt. Und am Ende des Videos, da sage ich euch noch, welche Modelle ich persönlich davon kaufen würde. Also wird wieder interessant, deshalb bleibt dran. Der durchschnittliche Preis für einen Neuwagen, der liegt in Deutschland bei rund 33.000 Euro, zumindest im Jahr 2020. Das finde ich ganz schön viel. Und ihr seht hier mal eine Statistik, wie sich die Neuwagenpreise so in den letzten Jahren entwickelt haben. Und da gab es echt nur einen Weg nach oben und nochmal einen Riesensprung von 2019 zu 2020. Und seit 2019 gibt es in immer schnellerer Folge eben neue Elektroautomodelle. Davor hatte man vielleicht die Auswahl von vier, fünf verschiedenen Autos. Also Tesla Model S, Model X, Model 3, BMW i3, Renault Zoe, Nissan Leaf. Und da wurde es dann auch schon dünn. Aber heute wird das schon langsam unübersichtlich und die Elektromobilität, die beginnt ja gerade erst. Also wenn ihr überlegt, in diesem Jahr noch ein Elektroauto zu kaufen und nicht genau wisst, welches Modell für euren Geldbeutel denn zu empfehlen wäre, dann ist meine Top 10 der günstigsten Elektroautos unter 30.000 Euro mit Sicherheit eine Entscheidungshilfe für euch. Also, los geht's! Auf Platz 10 liegt der VW ID.3 in der Pure Performance Variante. Das ist das kleinste Modell und hat einen Listenpreis von 31.495 Euro. Mit den 9.000 Euro Förderung, die darunter gehen, bleiben dann noch 22.495 Euro übrig. Der kleine ID.3 hat 45 Kilowattstunden nutzbare Akkukapazität und eine Reichweite, zumindest laut Datenblatt, von 275 Kilometern. Kombiniert und im Winter, da sind das eher realistisch um die 200 Kilometer. Die Ladeleistung liegt bei 7,2 Kilowatt, AC, also Wechselstrom, an Gleichstrom, also am Schnelllader, da kann er bis zu 50 kW. Das heißt also von 10 auf 80%, da dauert so eine Ladung beim VW ID.3 ungefähr 45 Minuten. Platz Nummer 9 ist der Peugeot E208 in der Active-Variante. Der kostet 30.450 Euro laut Liste und nach Abzug der 9.000 Euro Förderung sind noch 21.450 Euro übrig. Der Peugeot hat 45 Kilowattstunden nutzbare Batteriekapazität und 275 Kilometer Reichweite laut Angabe, hat aber kombiniert im Winter eher so auch um die 200 Kilometer Reichweite. Die Ladeleistung ist ein bisschen besser als beim ID.3, nämlich an Wechselstrom, also Haushaltssteckdose bzw. an der Wallbox, muss man dazu sagen, 11 kW und 99 kW am Schnelllader. Das heißt, er ist schneller von 10 auf 80%, nämlich in ungefähr 35 Minuten. Auf Platz 8 DS3 Crossback E-Tense, relativ neu in diesem Jahr erschienen und kostet laut Liste 30.040 Euro. Nach Abzug der 9.000 Euro Förderung müsst ihr noch rund 21.000 Euro für den Wagen überweisen. Der steht auf derselben Plattform wie der Peugeot, hat also auch eine 45 Kilowattstunden große Batterie bzw. die nutzbare Kapazität
Und die Reichweite ist allerdings geringer angegeben, nämlich mit 250 Kilometer. Das liegt daran, dass der Wagen eben auch viel größer aufbaut, ist mehr so ein Mini-SUV. Und kombiniert ist das im Winter also eher unter 200 Kilometer. Ich würde mal schätzen, so mit meiner Erfahrung 180 Kilometer. Die Ladeleistung ist gleich wie beim Peugeot, nämlich 11 Kilowatt an der Wallbox-Wechselstrom und 99 kW am DC-Schnelllader, sodass die Ladezeit von 10% auf 80% auch so um die 35 Minuten beträgt. Platz Nummer 7, der Nissan Leaf. Ja, den gibt's auch noch. Der kostet 29.990 im Grundpreis und nach Abzug der Förderung bleiben noch 20.990 übrig. Der Akku ist ein bisschen kleiner, der hat 36 Kilowattstunden nutzbare Kapazität und deswegen auch nur eine Reichweite von 220 Kilometer, zumindest laut Datenblatt. Im Winter kombiniert bleiben davon wahrscheinlich so realistisch um die 170 Kilometer übrig. Der Nissan Leaf lädt leider sehr langsam an Wechselstrom, nämlich nur 3,6 kW einphasig. Und am Schnelllader, Achtung, er hat einen Shademo-Anschluss, das ist ein anderer Ladestecker als der Europa-Standard CCS, da lädt er nur mit 46 kW. Das heißt, von 10% auf 80% dauert es beim Nissan Leaf etwa 45 Minuten plus X. Platz Nummer 6 geht an Renault Zoe R110 ZE40. Die kostet 29.990 im Grundpreis. Abzüglich der Förderung bleiben 20.990 übrig. Die hat aber einen größeren Akku als der Leaf, nämlich 41 Kilowattstunden nutzbar. Und die Reichweite ist mit 255 Kilometer angegeben. Im Winter sind das kombiniert auch so um die 200 Kilometer. Und die Zoe hat eine sehr interessante Ladeleistung an der Wallbox, nämlich 22 kW an Wechselstrom. Und an der Schnellladesäule Gleichstrom, da lädt sie doch nur mit 45 kW. Das bedeutet von 10% auf 80%, da dauert es bei der Zoe dann doch schon wieder die 45 Minuten. Platz 5, Opel Corsa E, 29.000 Euro im Grundpreis. Abzüglich Förderung bleiben noch rund 20.000 übrig. Genau wie der Peugeot und DS3, gleiche Plattform, 45 Kilowattstunden nutzbare Akkukapazität, Reichweite hier auch wieder 275 Kilometer angegeben. Und im Winter sind es auch so um die 200 Kilometer, wenn man das mal realistisch betrachtet. Ladeleistung hier beim kleinsten Opel Corsa auch nur 7,4 kW an Wechselstrom an der Wallbox und 99 kW aber immerhin am Schnelllader. Das heißt, dort ist er auch von 10% auf 80% in rund 35 Minuten wieder vollgeladen. Platz 4, Fiat 500 und zwar hier die Limousine. Der Grundpreis beträgt 27.500 Euro, also abzüglich der Förderung bleiben 18.500 übrig. Der Fiat hat 37,3 Kilowattstunden nutzbar und eine Reichweite angegeben von 220 Kilometer. Kombiniert und realistisch im Winter sind das eher so um die 170 Kilometer. Der Fiat hat an Wechselstrom die üblichen 11 kW Ladeleistung, aber an Gleichstrom am Schnelllader, da kommt er auf 85 kW und das ist mit dem kleinen Akku richtig spitze, sodass der im Prinzip bis jetzt am schnellsten lädt, nämlich von 10% auf 80% dauert das bei dem nur maximal 30 Minuten. Platz Nummer 3, Renault Twingo Electric. Der kostet 24.700 in der Liste. Und nach Abzug der Förderung bleiben noch 15.700 übrig. Hat aber auch nur einen kleinen Akku, nämlich 21,3 Kilowattstunden nutzbar, was die Reichweite halt sehr klein macht. Also 130 Kilometer ist er angegeben. Und realistisch kombiniert im Winter, da sind das eher so um die oder sogar noch unter 100 Kilometer. Kommt ganz drauf an. Ist also ein klassisches, reines Stadtauto. Die Ladeleistung hier, er hat nur einen Wechselstromlader, die ist mit 22 kW doch relativ ordentlich, also an Schnellladern, das heißt an Gleichstrom, kann er überhaupt nichts, da hat er keinen Anschluss für. Trotzdem ist er von 10% auf 80% in 30 Minuten dann voll an der entsprechenden Wallbox, die 22 kW Wechselstrom liefert. Platz Nummer 2, Seat Mii Electric bzw. VW e-up oder Skoda Citigo, das ist ja alles mehr oder weniger das gleiche aus dem VW-Konzern, unterscheiden sich im Listenpreis marginal. Der günstigste ist der Seat Mii Electric, der kostet 24.650 in der Liste, wenn man ihn denn bekommt. Und nach Abzug der Förderung bleiben noch 15.650 übrig. Das ist natürlich ein richtiges Schnäppchen und deswegen ist er auch so schwer zu kriegen, weil immer ausverkauft. Batteriekapazität 32,3 Kilowattstunden nutzbar und die Reichweite ist angegeben mit 205 Kilometer. Tatsächlich ist es in der Realität so, dass er im Winter kombiniert eher so um die 160, 170 Kilometer schafft.
Ladeleistung ist leider auch nur hier 7,2 Kilowatt an der Wallbox zu Hause und 40 Kilowatt an der DC-Schnellladestation, sodass er von 10% auf 80% leider doch ein bisschen länger braucht, nämlich so um die 50 Minuten. Und nochmal Platz Nummer 2, noch so ein bisschen außer Konkurrenz, weil der Wagen ist noch nicht verfügbar, aber noch innerhalb dieses Jahres, nämlich der Dacia Spring Electric. Der kostet im Grundpreis 21.790, übrigens 3.500 Euro mehr als derselbe Wagen in Frankreich kostet. Da haben sie hier, weil es hier einfach die E-Auto-Förderung gab, ein bisschen draufgeschlagen, um die maximale Gewinnspanne mitzunehmen. Frechheit, finde ich. Jedenfalls nach Abzug der Förderung, da bleiben hier noch so 12.790 Euro übrig. Das ist natürlich auch wieder sehr günstig für ein neues Elektroauto. Er hat aber nur eine 26,8 Kilowattstunden große Batterie von der nutzbaren Kapazität. Und die Reichweite ist mit 170 Kilometer angegeben. Ganz ehrlich, im Winter kombiniert bleiben davon vielleicht noch 130 Kilometer übrig. Ladeleistung vom Dacia ist auch nicht besonders üppig, nämlich nur 6,6 kW an Wechselstrom und 30 kW an einer Schnellladesäule, sodass man über eine Stunde an einem Schnelllader steht, um von 10% auf 80% wieder aufzuladen. Auf Platz 1 steht der Smart EQ 4-4 mit 19.120 Euro Grundpreis. Und nach Abzug der 9.000 Euro Förderung bleiben knapp 10.000 Euro übrig, genauer gesagt 10.120. Der Smart hat allerdings nur eine 16,7 Kilowattstunden nutzbare Batteriekapazität. Das macht ihn mit einer Reichweite angegeben von 95 Kilometer ja zum absoluten Kurzstreckenauto. Denn im Winter, ganz ehrlich, da bleiben da wahrscheinlich noch nicht mal 80 Kilometer davon übrig. Die Ladeleistung ist einphasig 4,6 kW an einer kleinen Wallbox. Und schnellladen kann er auch gar nicht, sodass man von 10% auf 80% über 4 Stunden braucht. Also ich frage mich wirklich, für wen jetzt dieses Auto wirklich das beste Auto ist. Das muss natürlich jeder selber entscheiden. Allen Autos gemeinsam ist eine mittelmäßige Reichweite und eine nicht so schnelle Ladeleistung. Das ist schade und das macht die Autos eben auch gerade nicht für Langstrecken geeignet. Wer aber ein paar tausend Euro drauflegen kann, der bekommt in der nächsthöheren Klasse eben deutlich mehr für sein Geld. Als Beispiel nenne ich jetzt hier mal nur das Tesla Model 3 Standard Range Plus. Und das bekommt man für so rund 35.000 Euro nach Abzug der Förderung. Und das hat eben, was Ladegeschwindigkeit, Reichweite und auch Coolness angeht, so viel mehr zu bieten als alle hier erwähnten Autos. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Und ihr müsst natürlich selber wissen, welches Auto euch am besten gefällt und ob ihr es auch bezahlen könnt. Und natürlich gibt es noch jede Menge gebrauchte Elektroautos, die teilweise noch sehr, sehr viel günstiger zu haben sind. Aber darüber mache ich vielleicht nochmal ein extra Video. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, damit ich eben weiß, ob ihr das überhaupt möchtet. Ja, das war also meine Zusammenfassung. Die Top 10 der günstigsten Elektroautos ab 30.000 Euro abwärts. Und jetzt habe ich euch ja versprochen, erzähle ich euch, was ich mir denn für ein Auto kaufen würde. Also bei mir in dieser Top 10 ganz klar Sieger der Herzen wäre für meinen Geschmack der Fiat 500. Warum? Er hat nicht die größte Reichweite, aber erstens sieht er für mich super cool aus. Ich mag einfach dieses Design. Er hat auch vom Interieur her diesen Purismus schon teilweise, den ich absolut gelungen finde. Der Wagen hat auch eine sehr schnelle Ladeleistung an Gleichstrom, sodass man mit ihm sogar relativ zügig auf der Langstrecke reisen könnte. Klar ist es ein Kleinwagen und er kommt natürlich auch auf Anhieb nicht so weit, aber für den normalen Stadtverkehr und mal eben eine längere Strecke spontan sollte es auf jeden Fall gehen und er gefällt mir einfach am besten. Daneben finde ich natürlich noch den Opel Corsa, den Peugeot und den ID.3 sehr, sehr interessant. Die würde ich euch auch noch ans Herz legen, gerade weil die Autos natürlich auch ein bisschen größer sind. Da passen mindestens 4 Leute rein, haben eine ordentliche Reichweite mit um die 200 Kilometer realistisch. Und die Ladeleistung, zumindest beim Corsa und beim Peugeot, an einem Schnelllader ist auch nicht schlecht mit knapp 100 kW. Da finde ich, stinkt der VW ID.3 ein bisschen ab. Das könnte VW echt noch ein bisschen nachbessern, weil die 50 kW, die der kann am Schnelllader, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zu langsam. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es hat euch ein bisschen was gebracht. Und wenn ja, natürlich gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert gerne meinen Kanal. Und falls ihr einen Tesla kaufen möchtet, das Model 3 Standard Range Plus zum Beispiel, dann benutzt gerne meinen Referral Code. Den blende ich euch hier unten nochmal ein. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr benutzt. Dann bekommt ihr nämlich 1500 Kilometer Free Supercharging geschenkt.
Und ja, das wäre doch was für euch, oder? Also in dem Sinne, abonniert meinen Kanal und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, ciao.